Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem Mod im Rampenlicht-Video. Und zwar schauen wir uns heute an die Verpackungsanlage, die ist vor ein paar Tagen herausgekommen, wurde gemacht von CookieCat, Downloadgröße 39,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Die Mod-Beschreibung sagt, dieser Mod zielt darauf ab, die Spieler zu motivieren, alles zu produzieren, was das Spiel zu bieten hat. Die Verpackungsanlage ist eine Produktionsanlage, die jedes produzierte Produkt am Ende jeder Produktionskette verpackt. Alle Produkte müssen in drei Kategorien verpackt werden: Lebensmittel, Gegenstände und Flüssigkeiten. 7 Fabriken werden hinzugefügt, die 6 neue Produkte herstellen. Die Paletten können von Hand bewegt werden. Die Lagerfläche wurde auf ca. 2 Millionen erweitert, was schnellere Produktionszeiten und niedrige Kosten ermöglicht. Einzelne Pakete, Lebensmittel, Gegenstände oder Flüssigkeiten können zu um die 50.000 bis 150.000 Euro verkauft werden. Es hängt davon ab, wie der Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Und natürlich auch von der Nachfrage und der Jahreszeit. Alle Pakete zusammen können kombiniert werden, um Reputation oder Ruf zu erzeugen. Der Ruf belohnt Sie für die Kombination all der verschiedenen Pakete, indem Sie ca. 200.000 bis 600.000 Euro pro Palette bekommt. Dies ist natürlich auch abhängig von dem Schwierigkeitsgrad. Es ist wichtig zu wissen, um Reputation zu erzeugen, müssen die Nahrungsmittel, Objekte, Flüssigkeiten auf Verteilung gestellt sein. So, das klingt ja alles so einfach, dass man eigentlich davon ausgeht, dass es schon fast eine Cheat-Mod ist. Denn wenn man für eine Palette 600.000 Euro bekommt, dann ist ja wohl was nicht ganz korrekt dabei. Und genau das untersuchen wir heute, und zwar in diesem Video. Und zwar starten wir rückwärts und schauen erstmal die Preisliste an für zum Beispiel eine Palette an Lebensmittel. Die kann verkauft werden im Moment zum Preis von ca. 163.000 Euro. Und hier können wir sehen, dass die Preisfluktuation hingehen kann bis zu 252.000 Euro. Bei den Objekten ist der Verkaufspreis momentan bei 160.000 Euro. Und auch hier haben wir dieselbe Fluktuation. Die Flüssigkeiten haben momentan einen Preis von ca. 155.000 Euro und haben natürlich auch nochmal dieselbe Fluktuation. Der Ruf kann verkauft werden zum Preis aktuell von 626.000 Euro und ist natürlich auch hier mit der Fluktuation gekennzeichnet und da geht der Preis hoch bis zu 1.008.000 Euro. Mit der Mod kommen neue Produktionsstätten hinzu, und zwar ist dies hier einmal die Schreinerei, die Zuckerfabrik, die Getreidemühle, die Spinnerei, die Nahrungsmittelfabrik, die Molkerei und die Verpackungsanlage. Das sind diese Anlagen, die dazu kommen mit dieser Mod. Zusätzlich kann natürlich auch der Verkaufspunkt nicht fehlen, und zwar ist das dieser hier in dem Moment für 100 Euro zu haben. Und der kann hier platziert werden. Hier habe ich natürlich schon einen platziert. Und das ist das, was die Mod mitbringt. Wir gucken uns einmal an, was es denn alles braucht, um ein Nahrungsmittelpaket zu erstellen. Und zwar können wir hier sehen, es braucht Kuchen, Ketchup, Salat, Chips, also Kartoffelchips und Müsli. Das gibt ein Lebensmittelpaket. Bei den Objekten ist es so, dass es braucht Möbel, Pellets und Kleidung, das gibt dann ein Objektepaket. Bei den Flüssigkeiten brauchen wir Sojamilch, Rapsöl und Sirup. Und das schauen wir jetzt uns an und gehen mal durch jede einzelne Produktionsstätte durch. Es ist nicht zu vergessen, dass es nicht nur diese Produktionsstätten braucht, die mit der Mod kommen, sondern es braucht die Standardproduktionsstätten natürlich auch, die nicht mit in der Mod dabei sind. Wir schauen uns erstmal an, welche Produktionsstätten gebraucht werden, die Vanilla sind, also nicht mit der Mod zusammenkommen. Und zwar haben wir hier zum einen die Schneiderei und das ist eine Standardproduktionsstätte. Hiervon brauchen wir, wie wir gesehen haben, die Kleidung. Die nächste Produktionsstätte, die auch Standard ist, ist die Ölmühle und hier brauchen wir alle drei Ölsorten, um erfolgreich diese Pakete erstellen zu können.
Die Details sehen wir dann gleich. Wir haben aber schon gesehen, dass das Flüssigkeitenpaket auf jeden Fall Rapsöl braucht. Des Weiteren brauchen wir die Standard-Traubenverarbeitungsanlage. Und zwar, weil wir hiervon natürlich die Rosinen brauchen, um das Müsli zu erstellen, was auch verlangt ist. Und wir haben die Bäckerei und die brauchen wir, damit wir den Kuchen erstellen können, der verlangt wird, um das Lebensmittelpaket zu schnüren. Wir gehen weiter zu den Produktionsstätten, die mit der Mod zusammenkommen. Und zwar ist zum einen dies die Schreinerei. Davon brauchen wir die Möbel und wir brauchen die Pellets. Die Pellets werden hergestellt aus Hackschnitzel. Das heißt, im Prinzip könnten wir hier einfach Möbel herstellen, also Holz hinbringen, Möbel herstellen und dann die Hackschnitzel werden dann weiterverarbeitet zu Pellets. Pellets werden gebraucht, um die Objektepaletten zu erstellen. Wir kommen zu der nächsten Produktionsstätte, die mit der Mod kommt, und zwar ist dies die Zuckerfabrik. Und zwar stellt die her natürlich wie herkömmlich aus Zuckerrüben, aus Zuckerrübenschnitzel und aus Zuckerrohr wird Zucker hergestellt. Hier gibt es noch ein Zusatzrezept, was bedeutet, dass hier noch einen zusätzlichen Schub an Zuckerproduktion stattfindet, weil es nämlich auch von diesen drei Einheiten gemeinsam etwas rausnimmt und natürlich auch nochmal Zucker herstellt. Des Weiteren wird hier gebraucht Sorghumhirse und Stroh, um Sirup herstellen zu können. Und wir haben gesehen, dass Sirup verlangt ist, um das Flüssigkeitenpaket zu erstellen. Die nächste Produktion, die verlangt ist und die auch mit dem Paket kommt, ist die Getreidemühle. Und zwar wird hier hergestellt natürlich Mehl aus Weizen, Gerste, Hafer und hier auch noch aus Sorghumhirse. Und wie schon gesehen, bei der letzten Produktionsstätte wird auch hier wieder ein Rezept genommen, was aus allen Bestandteilen auch noch zusätzlich einen Schub an Mehl herstellt. Mehl brauchen wir natürlich für den Kuchen. Die nächste Produktionsstätte, die mit der Mod kommt, ist die Spinnerei. Und zwar macht die wie üblich aus Wolle Stoff, aus Baumwolle natürlich auch. Und auch hier gibt es das Mischrezept. Der Stoff wird natürlich gebraucht, um die Kleidung herstellen zu können, damit auch das Objektepaket geschnürt werden kann. Und zu guter Letzt kommt noch natürlich die Nahrungsmittelfabrik mit dem Paket. Und zwar wird hier hergestellt Müsli, Ketchup, Salat und Chips. So, hier schauen wir, das ist das klassische Müsli-Rezept. Es braucht Hafer und Mais neben Rosinen und Honig. Dann wird Ketchup hergestellt aus Tomaten und Zucker. Salat wird hergestellt aus Tomaten, Salat und Olivenöl. Und die Chips werden hergestellt aus Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Natürlich darf auch die Molkerei nicht fehlen. Diese kommt natürlich auch mit in dem Paket. Und zwar brauchen wir hiervon die Butter, und zwar für den Kuchen, und die Sojamilch. Das haben wir ja schon gesehen. Wir brauchen Sojamilch, um das Flüssigkeitenpaket schnüren zu können. Und dann kommt natürlich noch die entsprechende Verpackungsanlage. Die macht dann eben die Paletten aus den Lebensmittelobjekten und den Flüssigkeiten. So, dies ist erstmal der Überblick über das, was verlangt wird, um überhaupt erstmal ein Reputationspaket schnüren oder machen zu können. Ich habe hier einmal eine Zusammenstellung gemacht, die blende ich jetzt nämlich auch ein, damit wir ein bisschen sehen können, was alles benötigt wird. Wir haben gesehen, dass wir die Schreinerei brauchen für die Kleidung. Die Bäckerei, die braucht natürlich Mehl, Zucker, Milch, Ei, Butter und Erdbeeren für den Kuchen. Dann die Traubenverarbeitung, da brauchen wir die Rosinen draus. Die Ölmühle, da brauchen wir alle drei Ölsorten. Das Treibhaus, und da haben wir ein paar hingestellt hier, das sind einige da drüben. Da brauchen wir Tomatensalat und die Erdbeeren. Dann kommen wir zu den Produktionsstätten, die im Paket drin sind. Das ist die Schreinerei, da brauchen wir die Möbel und die Pellets. Aus der Zuckermühle brauchen wir den Zucker und den Sirup. Der Zucker natürlich nicht als Endprodukt, sondern zum Weiterverarbeiten. Von der Getreidemühle brauchen wir das Mehl. Von der Spinnerei brauchen wir natürlich die Stoffe. Von der Nahrungsmittelfabrik brauchen wir Müsli, Ketchup, Salat und Chips. Und diese braucht Honig, Rosinen, Hafer, Mais, Tomaten, Zucker, Salat, Olivenöl, Kartoffel und Sonnenblumenöl. Des Weiteren haben wir die Molkerei, da brauchen wir daraus die Butter und die Sojamilch. Des Weiteren bei den Verpackungsanlagen können wir ganz klar sehen, wir brauchen Ketchup,
Kuchen, Salat, Chips und Müsli für die Lebensmittel, Kleider, Möbel, Pellets für die Objekte und Sojamilch, Rapsöl und Sirup für die Flüssigkeiten. Und dann die Verpackungsanlagen 1 bis 3 kombiniert, gibt dann die Reputation. Wir werden jetzt dann gleich einen Test starten, um zu gucken, wie lange es dauert, bis ein Reputationspalett erstellt wird. Und ja, ob das einfach so ein einfacher Moneymaker ist oder ob das wirklich tatsächlich ein langer, langer Weg ist, um überhaupt jeweils zu einem Reputationspalett zu kommen. Ich habe natürlich in der Liste auch aufgeführt, was brauchen wir alles. Das heißt, was muss alles angebaut werden, um überhaupt zu diesem Reputationspalett zu kommen. Und zwar, wir brauchen von den Tieren brauchen wir die Hühner, die Schafe, die Kühe und die Bienen. Dann muss mindestens angebaut werden Hafer, Sorghum, Trauben, Oliven, Sonnenblumen, Raps. Dann brauchen wir unbedingt entweder Zuckerrüben oder Zuckerrohr. Dann brauchen wir Mais, Kartoffel, Sojabohnen, Tomaten, Erdbeeren und Salat. Ihr fragt jetzt, warum ist der Weizen oder die Gerste nicht dabei? Wir können aus Hafer im Prinzip Mehl herstellen und auch wir können auch das Stroh gewinnen. Das heißt also, das sind die beiden Fruchtsorten, die wir nicht unbedingt brauchen. Es ist natürlich klar, dass Weizen und Gersten viel ausgiebiger sind in der Produktion von Mehl. Der Preis für die Aufstellung der gesamten Produktionsketten beträgt 1.056.000 Euro und da habe ich nicht eingerechnet die Gewächshäuser oder die Tiergehege. Die kämen dann noch dazu. So, das ist das, was alles benötigt wird, um erfolgreich ein Reputationspalett erstellen zu können. Und wir werden jetzt mal gucken, wie lange das geht. Wir gehen mal die einzelnen Produktionsstufen durch. Also Kuchen ist aktiviert. Ich habe natürlich hier reingemacht schon mal Milch und Eier, weil Mehl wird ja jetzt erst produziert, Zucker auch, Butter auch und Erdbeeren müssen ja auch erst wachsen. Ich habe jetzt einfach hier diese Produkte wie Milch und Eier mal reingemacht, damit wir nicht erstmal erwarten müssen, bis die Tiere und so weiter dies dann auch vollbracht haben. Ihr könnt sehen, Kuchen haben wir gestellt auf Verteilen. Das sollte dann direkt in die Verpackungsanlage gehen. Die nächste Produktionsstätte ist die Getreidemühle. Da habe ich alles reingefüllt bis Maximum, damit wir so schnell wie möglich Mehl haben. Und ich habe natürlich das Ausgangsprodukt auch auf Verteilen gestellt. Dann habe ich in verschiedenen Tests herausgefunden, dass also Tomaten braucht es eine riesengroße Menge, damit es überhaupt ausgeht, dass wir gleichzeitig Ketchup wie auch den Salat herstellen können. Deswegen habe ich hier einiges an Treibhäusern hingestellt, die Tomaten produzieren, damit dieser Test auch gut läuft. Wir kommen zu der Molkerei. Da brauchen wir, wie gesagt, die Butter und die Sojamilch. Ich habe jetzt hier mal Milch voll gemacht und ich habe hier die Sojabohnen voll gemacht. Und wir haben hier die Butter aufverteilen und die Sojamilch aufverteilen. Dann haben wir die Nahrungsmittelfabrik und da haben wir natürlich alles aktiviert. Das ist alles rot, weil hier noch überhaupt keine Produkte da sind. Ich habe hier reingemacht Honig, Hafer, Mais und Kartoffel. Das ist das, was ich voll gemacht habe. Alles andere muss ja erstmal produziert werden. Bei der Standardschneiderei haben wir natürlich aktiviert die Kleidung und haben diese auf Verteilen gestellt. Die Schreinerei hat alles voll mit Holz und die Hälfte ist voll mit Hackschnitzel. Und hier kann natürlich jetzt Möbel und auch Pellets hergestellt werden. Hier haben wir auch beides auf Verteilen gestellt. Dann in der Spinnerei habe ich natürlich Baumwolle und Wolle voll gemacht, habe den Stoff auf Verteilen gestellt und habe die Anlage eingeschaltet. Die Traubenverarbeitungsanlage ist ebenfalls voll gemacht mit Trauben und die Rosinen sind natürlich eingeschaltet und auch auf Verteilen gestellt. Dann haben wir die Zuckerfabrik, da habe ich auch alles voll gemacht und habe natürlich auch überall auf Verteilen gestellt. Die Ölmühle natürlich genauso alles auf Verteilen gestellt und natürlich die Rohstoffe alle voll reingemacht. Bei der Verpackungsanlage, die habe ich erstmal schon eingeschaltet, habe, wie das schon in der Beschreibung steht, hier die Lebensmittel, Objekte und Flüssigkeiten auf Verteilen gestellt und daraus sollten dann Rufpaletten hergestellt werden und die lagere ich aus, damit wir diese dann verkaufen können.
So, das ist mal der Überblick. Also ihr seht, es braucht jede einzelne Produktionsstätte. Es braucht enorm viel Aufwand am Ackerbau, an der Tierhaltung und so weiter. Ich habe hier noch nicht eingerechnet, dass nämlich auch Stroh, Mischration und so weiter hergestellt werden muss. Damit wir uns ein bisschen einen Überblick machen können, was diese Produktionen kosten und so weiter, habe ich jetzt einen Kontostand auf Null gesetzt. Und würde jetzt einfach mal eine Nacht schlafen und dann schauen wir uns an, wie weit die Produktion ist. So, wir haben den nächsten Tag erreicht und wir können schon mal sehen, es ist noch kein Reputationspalett da. Und wir können auch sehen, wir haben ein Minus von 255 Euro und ich bin ein bisschen erstaunt, dass das nicht mehr im Minus ist. Wir schauen uns mal hier die Bilanzen an und wir können sehen, dass es bei den Produktionskosten hier ein Plus gibt. Und das erstaunt mich, vielleicht ist es ein Bug in der Mod drin. Aber auf jeden Fall, ja, das ist das, was hier zu erkennen ist. So, wir schauen uns natürlich an, wo wir stehen mit der Produktion. Und wir können schon sehen, dass wir beim Ruf schon 270 Liter drin haben. Das heißt, das ist hier auf Verteilen gestellt und das wird produziert. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Tag dazu. Da sollten wir dann eigentlich die erste Reputationspalette da haben. Deswegen machen wir jetzt einfach noch mal einen Tag darauf. So, der nächste Tag ist angebrochen und wir können in der Ferne schon sehen, da steht eine Palette da und die schauen wir uns gleich an. Jedoch zuerst möchte ich nochmal die Bilanz sehen vom September. Also wir können sehen, Betriebskosten sind 2150 Euro und Produktionskosten haben einen positiven Wert, was sehr, sehr erstaunlich ist. Verkauft wurden natürlich noch nichts und trotzdem haben wir auch hier im Oktober schon bei den Produktionskosten einen positiven Wert von 1012 Euro. Ich weiß nicht, ob das so soll, aber ja, es ist so, wie es ist. Und wir haben zwar ein Minus, aber es ist noch überschaubar. So, dann gehen wir mal hier hin und wir können sehen, dass wir hier eine Palette da haben mit dem Orden drauf von der Packing Facility. Das ist also eine dieser Paletten, die wir jetzt dann auch verkaufen wollen. Ich nehme diese jetzt hier einfach, diese Palette, die kann man ja von Hand tragen, heißt es ja. Also die wiegt tatsächlich nur 75 Kilo. Es sind 1000 Liter Ruf drin. Es ist ja schön zu sehen, dass ich einen Ruf, messbaren Ruf habe von 1000 Liter. Und jetzt schauen wir uns oben auf den Preis und wir haben jetzt hier 585.767 Euro dafür bekommen, für diese 1000 Liter Ruf. Ja, viel Geld auf einen Schlag. Nur frage ich mich halt, kann ich da in der Summe nicht mehr verdienen, wenn ich laufend diese Produkte verkaufe? Lohnt es sich überhaupt, so weit zu gehen, um auf dieses Reputationspalett zuzuarbeiten? Ja, das ist, glaube ich, eher eine Geschmackssache. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, bis jetzt hier eine detaillierte Analyse zu machen. Auf jeden Fall, so geht der Weg zu diesem Reputationspalett. Und ja, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr diese Mod für euch dann einbauen wollt. Es würde mich interessieren, was ihr über diese Mod denkt. Findet ihr diese Mod genial? Findet ihr diese Mod zum Nicht-Benutzen oder zum gar nicht herunterladen? Was haltet ihr von dieser Mod? Ich persönlich muss sagen, ich finde diese Mod extrem cool. Ich finde das sehr gut gemacht, sehr gut durchdacht. Das Ganze ist in die Tiefe durchgedacht worden. Man muss wirklich fast alles anbauen. Man muss die meisten Tiere halten. Und ja, es ist ein Riesenaufwand, überhaupt dahin zu kommen. Daher also überlege ich mir, ob ich das wirklich machen will. Ich finde es eine gute Supermod. Es motiviert tatsächlich die einen oder anderen, dann alle diese Produktionsstätten zu nutzen. Tja, das war es soweit von diesem Mod im Rampenlicht-Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne den Daumen da. Falls du keine weiteren Videos in dieser Art oder Mod-Vorstellungen oder andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir doch dein kostenfreies Abo ab. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und ja, bis nächste Woche. Ich sage mal danke, tschüss und hasta luego.